Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass ihr einschaltet hier zu einem neuen Projekt hier auf diesem Kanal mit dem Bus-Simulator, welcher heute für die PlayStation 4 und der Xbox One erschienen ist. Und wir haben uns hier heute mal direkt die PlayStation-Version gegriffen und wollen uns mal anschauen, wie es sich denn so spielt auf einer Konsole. Ja, man muss ja sagen, eines der ersten Spiele, eines der ersten Bus-Simulatoren, die jemals auf einer Konsole erschienen sind. Das ist schon ein Highlight, was man sich auf jeden Fall mal angucken muss. Ich meine, es gibt ja nun schon viele so Simulationen jetzt für die Konsolen. Ich meine, damals mit der PlayStation 1 kam ja Danger the Grow, der erste Train-Simulator. Dann, glaube ich, war ja mit PlayStation 2 und der Dreamcast ja so 18 Reels, ja, was man so spielen konnte. Aber so eine richtige Bus-Simulation sucht man eigentlich vergebens auf einer Konsole. Und ja, Bus-Simulator von Still Alive ist wohl der erste Simulator in der Richtung, die man halt auf einer Konsole bekommt. Und deswegen dachte ich mir so, okay, komm, das ist doch schon mal ein Grund genug, das einfach mal anzuschauen. Und ja, wir spielen das Ganze hier, wie gesagt, auf der PS4 Pro und lasst uns mal überraschen, wie sich das denn Ganze so spielt. Es ist halt ganz normal wie die PC-Version. Es gibt einen Online-Modus, ja, wo man halt zusammenspielen kann. Und ja, sonst hat man eigentlich alle Vorteile, die halt auch eine PC-Version hat. Aber wie sieht's aus? Wie läuft's? Ruckelt's oder was weiß ich, ja? Das sind so die Fragen, die mich persönlich brennend interessieren, denn die damaligen Gameplay-Videos, die haben mega geruckelt. Also, da bin ich mal gespannt, wie das Ganze aussieht. Und ich hoffe, ihr begleitet mich damit, weil den Bus-Simulator haben wir ja so noch nicht auf dem Kanal. Deswegen ist es doch eigentlich jetzt ein guter Punkt, damit mal anzufangen. Deswegen würde ich sagen, starten mal in ein neues Unternehmen und dann schauen wir mal. So. ÖPNV Simulation. So, machen wir es einfach so. Simulation. Da, guck mal hier. So, R2 Sandbox ist aus. Warum? Bankrott aktivieren. Ja, Fahrtmodus vereinfacht. Realistisch. Und statt Seaside Valley gibt es halt nichts anderes in der Richtung. Erstellen wir das Ganze. So, da bin ich ja mal gespannt. Mit einer Bus-Simulation auf der PlayStation. Mit einem Controller spielt man das Ganze. Man kann natürlich auch ein Lenkrad benutzen. Die Lenkräder wurden bereits schon abgebildet. Gab ja mal so vereinzelt Bilder von Still Alive und Astragon. Da konnte man sich das mal ein bisschen anschauen, was da alles so unterstützt wird. Ich denke mal, mit dem Lenkrad macht das natürlich schon mega, mega Bock. Allerdings habe ich noch das G27. Das wird von der PlayStation 4 nicht wirklich unterstützt. Das ist ein bisschen schade. Und jetzt extra dafür jetzt das G29 kaufen. Ich meine, das steht sowieso schon auf der To-Do-List, das G29. Aber jetzt nicht für den Bus-Simulator. Ich hoffe, das passt auch mit dem Ton und alles sowas. Ich streame das Ganze ja nun immer so ein bisschen auf Twitch mit der Konsole. Und dass ich das jetzt hier komplett mal in so ein Let's Play hier einbaue, ist natürlich, ja. So, wir sehen auf jeden Fall, Geschlecht können wir hier natürlich auswählen, Uniform. Primärfarben. Hübsch. Jetzt müssten wir vielleicht so gelb nehmen, wa? Können wir gar nichts machen. Farbe können wir auch nichts machen. Doch. Hat ein bisschen gedauert. So, die Hautfarbe, naja, so blass sind wir denn nur doch nicht. So, passt es ganz gut. Abschließen. Oh, hallo, hier drüben. Schön, dich wiederzusehen. Hoffentlich war der Verkehr nicht zu übel. Egal, sieh mal hier. Der total coole Mercedes Citaro K. Direkt vom Hof gekauft, drüben in Sunny Springs. Klar, das ist ein kleineres Modell. Aber ich bin mir sicher, dass die ganze Stadt in diesem Bus mitfahren will. Und bei unserem kleinen Projekt auch. Entriege die Fronttür mit X. Ja, haben wir gemacht. Tja, irgendwie... vordere Tür ist geschlossen. Schließe sie erst auf. Also entsperren, entsperren. So, letzte. Ah. Steige in den Bus. Vergiss nicht, auch die hinteren Türen zu entriegeln.
Setz dich einfach in den Fahrerstand, wenn du bereit bist. Ich setz mich so lange hier hin. Also schaut doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ich sehe halt nur, das ist nicht ganz so scharf wie auf dem PC. Das ist halt wie der Konsole. Irgendwie macht man da halt immer Abstriche. Aber ich muss sagen, tatsächlich, so jetzt sind so die ersten Meter, die man jetzt hier so läuft, das läuft schon flüssig. Und das spielt sich auch mit dem Controller echt, echt gut. So, wir setzen uns erstmal Fahrerplatz hier rein. Und riege die hinteren Türen. Ach so. Wie kann ich denn? Ah, so. Mit dem Knopfdruck, alles klar. So, entsperren, entsperren. So. Öffne die. Okay. So, ja, Tutorials immer. Ich liebe sie. So, wechsle in die Außenansicht. Nimm dir Zeit, um dich mit den Bedienelementen vertraut zu machen. Vergiss nicht, die Türen zu schließen und das Licht einzuschalten. Oh ja, genau. Führerstand zoomen. Ah, okay. Dann können wir dann hier ziehen zum Beispiel uns dann so ein bisschen ranzoomen hier. Vordere Tür, Motor. Können wir hier Retarder anschalten. Öffne das Action-Menü. Oh, was sind das? Führerstand verlassen, Fahrkartenautomat, Steuerungsansicht, Licht. Ah, guck mal hier. Gab es das auch im normalen Bus-Simulator oder ist es jetzt angepasst worden? So, schalte die Zündung ein. Schalte alle Lichter ein, indem du, haha, so. Alle Lichter. Bist du bereit, den öffentlichen Nahverkehr zurück nach Seaside Valley zu bringen? Super. Dann löst die Feststellbremse und fahr Richtung Ausfahrt. Aha. Achso, müssen wir hier. Oh, und bevor ich's vergesse, ich habe eine Überraschung für dich. Folge einfach der GPS-Route. Okay, ja, das fühlt sich auf jeden Fall schon mal ziemlich gut an, so das Fahren an sich. Mein Vorgänger war kein Freund des öffentlichen Nahverkehrs. Deshalb ging hier alles außer Betrieb. In Sunny Springs, da wo ich gearbeitet habe, haben wir eng mit dem örtlichen Busunternehmen zusammengearbeitet. Das hat die Zufriedenheit unserer Einwohner deutlich verbessert. Ich muss auch sagen, es läuft dafür recht flüssig. Also wie gesagt, jetzt nicht. Ich werde mir gleich mal das mit dem Ton anschauen, damit ich dann spätestens zur nächsten Folge den Ton perfekt abmischen kann. Blinker korrekt gesetzt. Schön. Gleich kommt die erste Haltestelle. Ich hoffe, du erinnerst dich an dein Training. Ich habe nämlich ein paar Leute zu unserer Jungfernfahrt eingeladen. Halte nah genug am Bordstein und innerhalb der Markierung. Oh, und vergiss nicht zu blinken. Mhm. Ich hatte eine Schulung, wüsste ich von. Ja, natürlich ist der Bus-Simulator keine wirklich große Konkurrenz gegenüber OMSI. Ja, das ist verständlich, das ist hier schon eher so Arcade und geht oder richtet sich eher so an die jüngere Generation. Man sieht es halt auch schon an dem Ticketautomat, dass es halt wirklich alles relativ günstig gehalten ist. So, öffne die Türen.
Hallo zusammen. Guten Morgen, Frau Tannhauser. Schön, dass Sie es geschafft haben. Hallo, Mira. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Hey, Sam, wie geht's Ihrer Tochter? Oh, danke, Mira. Sie ist ganz schön im Stress in letzter Zeit. Sie ist recht lebhaft, stimmt's? Schön, dass ihr da seid. Setzt euch bitte hin, wir fahren gleich ab. Jetzt kommt der schwerste Teil. Siehst du die Uhr? Glaubst du, du schaffst es rechtzeitig zur nächsten Haltestelle? Wie schön, dass so viele Leute zur Testfahrt gekommen sind. Sie scheinen sich wirklich auf die Einführung des öffentlichen Nahverkehrs zu freuen. Das ist ja nicht unsere Haltestelle. Ja, Facebook wurde natürlich ordentlich die Werbetrommel gerührt, ne? Man hat dann eigentlich praktisch den täglich, hat immer Updates irgendwie gepostet, ja, einen Tag noch, einmal schlafen und hier noch und so. Ich meine, es ist schon, muss man sagen, für Konsolenspieler ist es schon ein Highlight. Denn, wie gesagt, ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, muss man ja nun mal leider sagen, die Wahrheit ins Auge sehen. Sowas habe ich damals wie am Spieß gesucht, weil ich war ja auch einmal ich war ja auch mal jung, ja, war halt auch mal eine längere Läuft Zeit. Läuft ganz gut bis jetzt. Der nächste Halt ist gleich da drüben. Auf Konsole, weniger so Computer, und damals hast du solche Spiele halt Orbi wirklich nicht und gefunden. Ich bin vor einer Weile hierher gezogen. In dieser Straße haben wir eine hübsche Wohnung gefunden. Es gefällt uns hier wirklich sehr. Hier gibt es einige tolle Restaurants. Wenn man vom Teufel spricht, darf ich dir meine Verlobte vorstellen? Hey, Schatz, die Nachbarn würden sich gern den Rasenmäher ausleihen. Na klar, bestell schöne Grüße. Sieht aus, als könnten wir abfahren. Oh, halt! Jemand blockiert die Tür. Du musst durchsagen, dass die Person die Tür freimachen soll, damit wir abfahren können. Wechsel. Wie kann ich das machen? Ah, so. Ach, ich glaube, jetzt sind alle drin. Oh, wusstest du, dass dieser Bus einen BlueTEC-Diesel hat? Der erzeugt 210 Kilowatt Leistung. Ich habe mich etwas schlau gemacht, bevor wir uns für dieses Modell entschieden haben. Im Sommer laufe ich gern an dieser Promenade entlang. Es wird immer ein frischer Wind, die Bäume spenden Schatten. Und wenn es zu heiß wird, ist der Fluss nicht weit. Ist auch schon belebt, ja. Es laufen hier Menschen rum. Fahrzeuge fahren, wie gesagt, und tatsächlich mit der Performance, muss ich sagen, sieht es gut aus. Es ist halt sehr unscharf. Weiß jetzt nicht, wie das bei euch jetzt so wirkt, ob es bei euch jetzt schärfer ist. Also ich spiele das Ganze ja auf der PlayStation 4 Pro mit 4K und hast du das nicht gesehen. Es wirkt tatsächlich mega unscharf. Also ich muss da wirklich rangehen, damit ich das wirklich gut erkenne. Es ist so ein bisschen, ja. Geblinkt beim Geradeausfahren. Ja, Entschuldigung. Aber eigentlich wollte ich ja rüber. Wenn der nicht fährt, der Kollege, kann ich doch nichts dran ändern. Blitzer? Sah so aus, ne? Mit 70 geht's hier weiter. Unser nächster Halt ist gleich da vorne. Entschuldigung, ich bin extrem aufgeregt. Ja, total aufgeregt. So, jetzt habe ich gesehen, jetzt haben wir einen Rollstuhlfahrer.
Da kommt er von alleine rein? Nee, ne? Achso, nee. Stimmt, das war ja wieder... Hallo, eine Fahrkarte bitte. Oh, das ist nur eine Art Testfahrt. Obwohl, das wäre eine gute Gelegenheit, um zu überprüfen, ob der Fahrkartenautomat funktioniert, stimmt's? Navigieren? Der Fahrgast möchte eine Tagfahrkarte. Achso, okay. Also eine Tagfahrkarte. Hey, ich hätte nicht gedacht, dass Sie kommen. Hey, Mira. Ja, ich war nicht sicher, ob ich es schaffe. Professor Zellermann, Sie hätte ich hier gar nicht erwartet. Die Gelegenheit lasse ich mir doch nicht entgehen. So, meine Verlobte hat schon unser Auto verkauft, weil wir endlich wieder Bus fahren können. Im Ernst? Dann hoffen wir mal, dass unser Vorhaben erfolgreich ist. Genießen Sie den Tag. Hallo, können Sie bitte die Rampe runterlassen? Klar, kein Problem. Kannst du zum Einsteigen bitte die Rampe herunterlassen? Zieh die Handbremse. Achso, warte, okay. Ach Gott. So. Schließe alle Türen. Fahr die Rampe aus. Ah, hier war irgendwas gerade. Herzlichen Dank. Wenn die Busse wieder fahren, wird es für mich viel einfacher, von A nach B zu kommen. Okay, da muss man erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Bis jetzt läuft es doch ganz gut. Ich glaube, wir können weiter. Das Schwimmbad ist ein toller Ort, um in der Freizeit zu entspannen. Es gibt nette Ruhebereiche und wundervolle Massagen, die gar nicht so viel kosten. Es sind sogar ein paar Leute dabei, die ich nicht kenne. Er scheint sich rumgesprochen zu haben. Schlagloch erwischt. Ich bin aber putzig, dass sie hier so eine Art, so eine kleine Story eingebaut haben. Ich glaube, ich bin falsch gefahren, ne? Einfach weiterfahren. Weiterfahren! Lass mich doch hier durch! Oh Gott, jetzt hänge ich auch noch fest irgendwo. Nein! Ich hab das Schild hier mitgenommen. Wir machen wieder alles kaputt hier. Das ist aber auch schlecht zu sehen. Gut, ich guck immer auf die Bus, die Karte hier. Das ist da wirklich schlecht zu sehen. Könnte mich auch mal fahren lassen, finde ich. Oh, genau. Steht ein Bus in verkehrter Richtung. Oh, Alter, komm. Huch. Ich gucke halt immer auf dieses Display, ne? Also nicht auf die Karte links, wo man es eigentlich schon deutlich sieht, sondern halt im Bus, so da in dieses Tablet. Und deswegen verwirrt das halt. Hätte man natürlich gleich sehen können. Aber schön, dass es ja auch Autobahn gibt. Ich muss dazu sagen, den Bus-Simulator habe ich nicht wirklich groß gespielt. Ich habe den zwar für den PC da, halt mit allem drum und dran, mit allen DLCs und alles was. Aber, ja, also wirklich gepackt hat mich der Bus-Simulator damals nicht für den PC. Das ist halt schon eine einfache Variante gegenüber OMSI und Co. Und deswegen muss ich mich entschuldigen, wenn ich mich da jetzt gar nicht so hundertprozentig hier auskenne, wo ich überhaupt hinfahren muss. Und ich weiß zwar, dass man hier irgendwann noch seine eigenen Haltestellen hier platzieren kann und alles sowas. Also den ersten habe ich auch gespielt. Also den ersten, den habe ich ja zusammen mit dem Ice Dragon im Koop gespielt.
Aber der zweite denn nicht mehr, also. Das ist die Endstation. Alle Passagiere müssen hier aussteigen. Danach fahren wir in die Garage und parken den Bus. An alle, die noch an Bord sind, vielen Dank, dass Sie mit uns gefahren sind. Mit Ihrer Unterstützung bringen wir die öffentlichen Verkehrsmittel zurück nach Seaside Valley. Entschuldigung, können Sie mir noch mal beim Aussteigen helfen? Natürlich. Hilfst du dem Passagier im Rollstuhl beim Aussteigen? So. Was? Hat doch alle aufgehört. Ich glaube, das waren alle. Die Strecke zur Garage ist im GPS markiert. Lass uns hinfahren und Feierabend. Wir haben einige Grafikdesigner beauftragt, Aufkleber und Folien zum Anpassen unserer Busse zu gestalten. Hoffentlich schicken sie uns bald ihre Designvorschläge. Ja, so waren wir gespannt hier. Was uns hier erwartet mit dem Bus-Simulator hier auf PlayStation, könnt ihr gerne mal so in die Kommentare posten. Was haltet ihr davon? Und wollt ihr mehr davon sehen? Wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Dann würde ich nämlich das Ganze hier gerne denn auf der PlayStation 4 weiterspielen wollen, weil ich finde, muss ganz ehrlich sagen, so der Ersteindruck, der ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv, sehr vielversprechend. Also das, was man ja vor ein paar Monaten noch gesehen hat, wie die ganze Performance so aussah, davon ist nichts mehr zu spüren. Also es fühlt sich halt einfach alles sehr, sehr gut an. Es läuft ruckelfrei und spielt sich tatsächlich schon so wie auf einem PC, bloß halt mit... Es ist alles vorbereitet, da drüben. Halt mit Controller, das ist natürlich schon ein bisschen... Jetzt fahren wir natürlich hier rüber. Was nicht passt, wird halt passend gemacht, ne? Alles in allem war das eine erfolgreiche Jungfernfahrt. Meinst du nicht auch? Glückwunsch. Das Action-Menü war hier, genau. Ja. Und, alle Lichter. Verlasse den Führerstand. Lass mich nur schnell meine Sachen holen. Wir haben einige Systeme eingerichtet, damit du Strecken planen und unser Projekt weiterentwickeln kannst. Ich zeig sie dir schnell. Okay, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir ausprobieren sollten, bevor es zurück auf die Straße geht. Nur um sicherzustellen, dass die Infrastruktur in Ordnung ist. Und wir ein robustes öffentliches Verkehrssystem bereitstellen können. Eins nach dem anderen. Die im Rathaus möchten, dass wir eine Testnachtlinie fahren, um herauszufinden, wie viele Menschen sie nutzen würden. Im Gegenzug finanzieren sie dir einen zusätzlichen Bus. Ich habe schon eine Strecke vorbereitet und die Werbetrommel gerührt. Wähle die bestehende Strecke aus und fahre sie bei Nacht. Ja, also das ist ja dieses bekannte Menü, was wir ja denn kennen aus dem Bus-Simulator, wo wir dann hier unsere Strecken planen können. Was mich allerdings noch interessiert ist, ist der DLC schon mit dabei? Westfield? Ich glaube nicht, ne? Der Flughafen ist nicht mit dabei. Der ist natürlich, oder? Es ist halt jetzt nicht freigeschaltet. Aber das wäre natürlich ja, schon ein starkes Stück, denn das Ganze kostet nämlich auf der PlayStation 4 39,99 €. Wenn es denn ohne den DLC ist, muss man dazu sagen, ist es ganz schön teuer, wenn nämlich denn noch irgendwann mal der DLC vielleicht dann noch nachgereicht wird. Ist klar, es ist PlayStation. PlayStation nimmt sich unheimlich viel Geld ein.
Das ist teilweise manchmal schon übertriebener als wie bei Steam da, die ganzen Abfuhrkosten, die man da übernehmen muss. Bei Xbox weiß ich gar nicht, was es da kostet. Ich gehe aber auch von dem gleichen Preis aus. Ihr bekommt es als digitalen Download, ihr bekommt das als Hülle nach Hause, wenn ihr das haben möchtet, oder natürlich auch im Einzelhandel. Also so im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich tatsächlich positiv überrascht, dass das Ganze so gut läuft hier auf der PlayStation 4. Wie gesagt, also ihr könnt ja gerne mal so eure Meinung so in die Kommentare posten, ob euch jetzt was Großartiges oder ein großartiger Unterschied jetzt hier aufgefallen ist zum Bussimulator und zum Bussimulator 18 auf dem PC. Ja, dann schreibt das doch mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann eventuell denn zur nächsten Folge wieder. Also was heißt eventuell? Eine Folge machen wir noch. Und dann könnt ihr ja gerne mal abstimmen, ob ihr mehr sehen wollt von dem Bussimulator hier auf dem Kanal. Oder aber sagt schon wieder, es reicht. Ja, es ist fertig. Wir haben es genug gesehen oder sowas. Man muss halt einfach sagen, es ist halt ein nettes Spiel so für zwischendurch. Ne? Also man kann es halt nicht ganz so ernst nehmen, jetzt wie zum Beispiel Lotus oder Omsi, ja, oder den Train Simulator. Das sind halt schon unterschiedliche Sachen. Denn man muss sagen, der Bussimulator, der geht zuerst in die Arcade-Richtung, ja, vereinfachten Modus halt, um natürlich mehr Zielgruppen anzusprechen, als jetzt wie zum Beispiel einen Omsi oder sowas, ne? Das sind halt immer so diese kleinen Vor- und Nachteile. Aber ich selbst, wie gesagt, Still Alive, kenne das natürlich aus dem ersten Bussimulator und hat damals schon echt Spaß gemacht, die ganzen Linien da zu planen und alles sowas. Deswegen, also mich würde das schon so ein bisschen reizen, hier weiterzumachen. Aber wie gesagt, schreibt das in die Kommentare, nutzt unten, wie gesagt, und dann sehen wir uns hoffentlich zur nächsten Folge hier auf diesem Kanal wieder. Ich verabschiede mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart, sage ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss!